Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Nightmare Before Christmas, Oogie's Revenge oder Oogie's Rache von Shadowlord. Ja, beim letzten Mal haben wir Clown auf der Flucht abgeschlossen, indem wir den Motor des, der an den Einrad vom Clown montiert wurde, abgedemontiert haben und haben nebenbei noch ein Geheimkapitel abgeschlossen und wo ich ja gesagt habe, mehr kenne ich nicht, wer mehr kennt, bitte bei mir melden, der schon schön und so. Und ja Leute, nun gehen wir in Kapitel 13 über, die Vampirbrüder, wo ich sagen muss, dass es eins meiner Hasskapitel ist. Ihr werdet nun bald sehen, wieso. Kapitel 13, die Vampirbrüder. Freilicherweise geht es in dem Kapitel vor allen Dingen um die bekannten Vampirbrüder aus Halloween Town, die Vierlinge. Obwohl, na gut, Vierlinge kann man nicht sagen, weil die sehen ja alle anders aus, nö. So, Clown hat ein Tor aufgemacht und da sehen wir schon Haus und so. Ich glaube, wir können aber trotzdem noch mal ein bisschen hier in diesem Gebiet des Schillingsgehöfts umgesehen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, hier konnte man ein oder zwei Geheimnisse entdecken. Verstecke. Müsste ich aber lügen. Ich glaube, ich lüge. Ja, okay. Gut. Aber auf jeden Fall gibt es schon ein paar Sachen, die man hier entdecken kann. Nur weiß ich gerade nicht mehr, wie und wo und warum und weshalb. Hier laufen Ratten rum. Passt ja. Mist. Kamerawechsel. So, und da wollen wir doch mal jetzt hier Richtung Vampirbrüderhaus. Aber vorher stellt sich uns ein Oogie-Boogie-Skelett in den Weg. Ein neues sogar. Das Trollkönig-Skelett. Oder keine Ahnung, wie man es nennen kann. Wie ihr sehen könnt, von vorne, aber eigentlich nicht angreifbar, weil es immer mit seiner blöden Axt abwehrt. Also müssen wir es von hinten erwischen. Autsch. Und wie ihr sehen könnt, dieses Viech ist wirklich nervtötend. Es ist tödlich. So, next. Und, jo, das war knapp. Das hätte jetzt durchaus ins Auge gehen können. So, jetzt endlich mal haben wir schon mal seine erste Angst weggehauen. Und damit ist er auch schon fertig. Auf Ruferweise kommt gleich noch eins. Und das Blöde ist auch so. Können die Dinger abwehren. Also am besten einfach so. Voilà. Bei denen heißt es wirklich am besten in Bewegung bleiben. Voilà. Und nach dem Abschluss einer Combo tut der immer einen Konterschlag machen. Dieser blöde Penner. Und ich bin gerade im Weg, glaube ich. Aber egal. Aber ich glaube, drittes kommt auch. Ja. So, dann komm du mal her, du. Ich kaputt machen. Check dir Geschenke geben. Nein. Geschenke geben schon. So, und Merry Christmas. Hoffentlich funktioniert das so, wie ich es möchte. Nö, wie es aussieht, kann man ihn nicht beschicken. Hoppala. Und wie gesagt, Leute, nach dem letzten Treffer einer Combo, hoppala, mit zur Seite ausweichen, nicht nach hinten. Ganz wichtig. Aber ich glaube, gleich kann ich da. Ja, hier sind wir im Arzt. So, und das war's damit auch. Das war jetzt hoffentlich der letzte. Jupp, da sehen wir schon mal. Die drei Mr. Heights sind wieder zurück. Sehr schön. Ja, Leute, nun heißt es halt, gehen wir mal noch ins Haus der Vampirbrüder. Ist auch nett, dass man wirklich ein gesagt wird, nö. Dann aber mal hier rein und yay, Haus der Vampirbrüder. Wohngebiet, Vampirschloss oder so. Ja, Leute, jetzt heißt es hier erstmal gucken. Hier sehen wir schon Glitzer, Glitzer. Aufnehmen. Hm? Was ist das? Das ist ein Brief, Leute. Ziemlich schlampig geschrieben. Ugi hat uns in vier Fledermäuse verwandelt. Such uns und bring uns zurück in unsere Särge. Ja, Leute, das ist dann die Nachricht von den Vampirbrüdern. Der Inhalt ist klare Sache. Ugi Boogie hat sie für sich geschnappt und sie in Fledermäuse verwandelt. Vielleicht werden sie auch ins Notizbuch eingetragen. Die Vampire. Na, also haben wir schon mal den Index von den Stadtbewohnern schon mal komplett. Das ist doch schön toll. Sonst hat sich hier, glaube ich, nichts getan. Nö. Immer noch drei Fächer frei. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und jetzt heißt es halt wirklich Vampirjagd. Und da dieses Kapitel... die Vampire erstmal finden. Ist ja schon scheiße genug. Aber dann auch noch hier eine gute Bewertung bekommen. Boah. Deswegen kann ich dieses Kapitel nicht leiden. So, die Fledermäuse... Da haben wir schon mal eins. Die müssen wir dann mit der Dreiecktaste und schnappen. Wo haben wir es denn? Das Problem ist aber, wenn man sie erschreckt, dann machen sie den Schreckenscounter um eins runter. Vampire, bring sie zum Sarg und Ugis Luke ist gebrochen.
Ich werde direkt alle vier suchen und dann alle vier gemeinsam ins Sarge bringen. Serge. Und ja, Leute, das heißt erstmal wirklich auf die lustige Suche nach den Vampirbrüdern. Ich glaube, hier oben war schon der nächste Vampir, schon die nächste Fledermaus. So. Und nicht ganz, aber hier kann ich mich rüberschwingen. Und Geld! Yay! Und jawohl. Und was sind das? 337, ist doch schon mal was. Und deswegen gehe ich wieder zurück. Denn hier war doch keine Fledermaus. Habe ich mich geirrt. Juhu! Gehen wir dann mal wieder zurück. Ja, und das Gebiet hier, das Phoenix gehört, ist ja nicht gerade klein. Ich habe mal kurz, gegen diesen Azubi-Splatter. Wow, ein Troll. Oder auch ein Trollkönig, keine Ahnung. Zack und zack. Ich bin ein bisschen auf den Zugang dran. Ach, Mist. Ja, zu nah dran gewesen. Das heißt, ich hatte mich noch voll erwischt. Ich war wieder vorne, egal. Aber das sollte jetzt gehen. Sehr schön. Und da tauscht das nächste auf. Es ist voll nervig. Diese Trollskelette, die hatten wir einfach zu. Diese Trollskelette hatten wir definitiv zu viel aus. Das ist eine, die man vorne angreifen kann. Oh, das war knapp. Das war knapp. Zu nah angreifen ist übrigens. Wenn man zu nah an die Wand steht, Leute, ist das echt eine gute Idee. Eine Sache. Da kommt schon der nächste. Ah, gut, okay. Hatte gerade gedacht, ich hätte ihn gepackt und dann hätte ich diesen Boogie-Boogie-Bonus gehabt. Das wäre nicht schön gewesen. So, und ich bin zu sehr seitlich. So, dann jetzt einmal so. Da, das war knapp. Aber läuft doch wie ein Länderspiel, wie man so schön sagt. So, und jetzt sehr klatschig. Und das war hoffentlich der letzte. Sehr schön. Und dann mal gucken, was wir jetzt noch, wo wir jetzt die übrigen Vampirbrüder finden. Ich drücke mal jetzt kurz die Select-Taste. Ich glaube, die Position der Vampire wurde auch hier angezeigt. Benutze die Hinweise der Nachricht, um die Vampire zu retten. Tipps, Fledermäuse lieben Geschenke. Ah ja, so war es. Mit Geschenken konnte man sie anlocken. Und, also ich weiß, man konnte sie irgendwie hier finden, auf der Karte markieren. Wahrscheinlich, wenn ich jeweils einen Vampir zurückbringe, wird der nächste auf der Karte markiert. Aber ich kann mich eigentlich noch im Großen und Ganzen an die Position der Vampirbrüder erinnern. Und wenn nicht, dann muss ich die ja doch mal weg mit Türme der Qualen. Yeah. Qualen sind schön. Naja, wenn man sadistisch ist, also veranlagt ist und so. So, hier müssen wir ein bisschen aufpassen, denn hier, wie ihr sehen könnt, Pendel des Todes. Zack, schon durch. Ich denke mal erstmal hier in die Richtung. Hier ist eine Durchgang. Nee, da oben war ein vorderer Durchgang. Feindlich. Ich gehe erst in die Richtung hier. So, so, durch. Sehr schön. Dann ist hier. Irgendwo war hier auch ein Geheimgang. Ah, wahrscheinlich war er dann hier in der Richtung hier. Und. Oh, das war knapp. Das war knapp. Ich gehe erstmal hier unten lang. Also da unten war auf jeden Fall. Hier war auf jeden Fall ein Geheimgang. Gang von hinter dem Troll dort. Ui. Wow, auch noch ein normales Skelett hier. Uppala. So, und ich klatsch mal dagegen. Na gut, da abgeblockt. So, und so, und so, und so. Und so, und so, und so, und tschüss. Nein. Mach tschüss. Sagte, mach tschüss. So, und werfen. Ja, schön. Die Axt hat ihn zerschrotet. Yeah. Und so weiter. Hier ist übrigens ein Geheimgang. Richtig, war das, glaube ich, ein Geheimgang. Oder es ist einfach nur der Weg zum unteren Bereich der Stadt. Ja. Hier geht es nochmal in den unteren Bereich der Stadt, Leute. Wo wir dann auch nochmal weiter uns rumsehen können und erforschen. Hier unten ist dann auch wieder eine Fledermaus irgendwo. Hier, ich werde dann erstmal hier unten wieder umsehen. So, hier unten aber auch irgendwo, hier unten waren noch irgendwo Gegner versteckt, das weiß ich noch. Versteckt im Sinne von irgendwelchen Gegenständen verschanzt. Ah ja. Dann einmal hier Merry Christmas und jawoll, hat funktioniert. Ah gut, okay, aber da vorne ist gleich schon wieder so ein Teil. Das ist natürlich jetzt voll cool. Wow, das ist jetzt zweiter, ne? Wow. Ich würde mal sagen, einfach hier so, dass er wünschen wird. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Jetzt sind wir oben durch. Und das auch noch ein, da oben haben wir auch noch so ein Ding hier. Scheißerei hier. Bisschen, ja, noch ein bisschen.
Und wir sehen können, der letzte Schlag schmeißt den Gegner in die Lüfte und so. Wow, verdammt, ich hab gehofft, er wird mich noch nicht mehr erwischen. Dann fangen wir jetzt aber den Klatsch und Klatsch und Klatsch und Klatsch. Sehr schön. Ach, Mist. Läuft ja nicht gerade sehr gut gerade. Ah ja, hier müssen wir, hier können wir den Halloween-Kürbis benutzen und kabam, Weg frei. Müssen wir, glaube ich, auch. Hier unten gab es ein paar Verstecke, wie ich mich erinnere. Und ein der Verstecke war sogar eine Fledermaus, Leute. Voll gemein. Ich glaube, der jetzt macht sogar eins. Schön. Wenn ich mich erinnere. Nö, wäre irgendwie falsch. Aber hier gab es Verstecke, das weiß ich ganz genau. Ah ja, da haben wir eins. Yay, ein neues Versteck, Leute. Ist doch toll. Eigentlich ist hier drei Bomben, die Fledermäuse zu finden. Aber wenn wir schon mal dabei sind, Versteck 11. Geister aus. Ich habe gerade ein paar. Wow. Nein. Und auch noch irgendwie Buben. Wow, wow, wow. Das ist ja mal. Wow, wow, wow. Das ist ja mal voll kacke. Aber ihr könnt jetzt schon mal denken, welche Figur es hier gehen wird. So. Und jetzt zu dir. Sehr schön, ich bin direkt hinter ihr. So kann es auch gehen. Schade, nicht, dass du weißt. Yeah. Wahrscheinlich kommt wieder einer auf. So, und toll, ich habe Fische gerade Mist eben drum. Und gerade Schwede. Mist. Da war ich ein bisschen zu riskant. So, und so, und so, und ich stehe in einer blöden Position. So. Nix da, Freundchen. Ihr könnt schon mal denken, wie die Schule ist, die hier wird. Die Schule von Schule. So, schön, schön. Und so, und dann noch einmal die ganze Szene. Das ist die ganze Platz. Wow, ja, mit 6-2 ist es so. Da kannst du es nicht so gemeiner hier, vor allem, weil das ein großer Raum hier ist. Das war knapp. Zumindest kam sich sehr knapp vor. Wow. Wir sollten vielleicht erstmal den einen kümmern, dabei ist das schon ein bisschen mehr. So viel dazu. Ich würde sagen, Kürbiskönig und Kabam. Und nochmal, Kabam. Und beide erledigt, sehr schön. Und dann kommt noch gleich einer von denen. Den verbrutze ich jetzt mal von hinten. Yeah. Alter, das sieht aus. Sehr schön. Also, ich glaube nicht, dass das schon der letzte Mal. Nö, bei weitem nicht. Da tauchen gleich noch zwei auf. Das Blöde ist, was die Geschenke bei denen nicht funzt. Zumindest nicht die Schlange. Oh, oh. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich kümmere mich aber jetzt nur erstmal um einen. Autsch, das lief nicht so geplant. Und ich sollte eine andere Position bewegen. Ich sollte mich in eine andere Position begeben. Nein, der Falsche. Jack, der Falsche. Verdammt. Verdammt. Was soll der Scheiß, Jack? Ja, ja, ja. Brüllt ihn immer rum. Und das war... Ui, Schwein gehabt. Da habe ich nochmal Schwein gehabt. Ich habe echt gedacht, der wird mich jetzt voll erwischen. Ah, der schon. Der schon mal will ich. Und der hier sollte auch schon durch. Ich möchte wieder in der Position. Der sollte auch bald erledigt sein. Jetzt aber. Also ich kann wirklich über Leute, die hier eine 100% dran machen wollen, nicht selten. Also kann ich nur eins empfehlen. Macht erst so, dass ihr zufrieden damit und dann ein Kristallschild. Yay! Sehr schön, jetzt haben wir 4 Leute. Sobald wir das nächste Mal in Hexenland sind, haben wir einen weiteren Kristallampulle. Ist doch toll. Also da wollte ich mich erstmal noch ein bisschen weiter hier in Halloween Town jetzt umsehen oder besser in Chillings gehöft. Also eine Film damals weiß ich, war in ein Versteck. Voll gemein, oder? Das Gemeine ist, wenn die Fledermäuse sich erschrecken, dann geht unser Erschreckenscounter um 1 runter, weil wir damit Verbündete erschreckt haben. Und Verbündete erschrecken, das ist schlecht. Und warum geht das jetzt in diese Meldung ein? Das ist scheiße. Gut, Schein gehabt. Ihr habt die Meldung zum Glück nicht gesehen. Oh, da oben ist er. Wow, oh, da oben ist er noch so ein Viech. Warum kommt auf einmal jetzt wieder gegen hier? Wow, warum bist du vor dir aufgetaucht, hier, du blödes Spackding? So, dann jetzt Klatsch und Klatsch. Sehr schön, so geht's am besten. Zack und zack und zack und lalalalalala. Das ist auch noch ein großer. Autsch, ja, mich voll erwischt. Ich kriege keine große Kompetenz. Das steht schon mal fest. So, und du gehst mir auf die
nerven, dass du das da weißt. Oh, das ist knappig. Das ist mal klar. Das Gemeine ist hier eine hohe. Das Gemeine ist, dass die Gegner, wenn die auftauchen, dann wieder in der Ecke stehen, ist natürlich ein bisschen schwieriger, eine hohe Kombo-Zahl aufzubauen. So, und dann. Ich hoffe, es war ein. Jo, war es. Sehr schön. Dann würde ich mal sagen, da oben war doch auch noch irgendwas. Wäre gut zurückgegangen, wenn ich doch das Ding auch kaputt machen wollte. So, und. Na gut. Okay, ouch. So, und dann jetzt nochmal die Fioretten. Das müssen wir auch sammeln. Ich glaube, hier war aber nur. Noch so ein Teil. Das weiß ich aber nicht, weil es gibt in diesem Bereich von Halloween Town gibt es mehrere Zugänge und hier war, glaube ich, einer davon. Tja, dann wollen wir mal sagen, würde ich mal sagen, gehe ich doch jetzt mal dorthin, wo ich den Kürbiskönig einsetzen musste, um den Weg frei zu machen. Na gut, ich hoffe, ich habe noch genug. Weil hätte auch es böse ausgehen können. Ah ja, hier haben wir diese dämliche Treppe. Und jetzt sind wir wieder in einem anderen Gebiet von Halloween Town. Wohngebiet, Schillingsgehöft. Ach nee, jetzt sind wir wieder oben in Schillingsgehöft. So, Robert. Ich glaube, das hier war auch notwendig. Ja, ich erinnere mich. Yay. Gleich tauchen hier wieder Gegner auf. Sag ich doch. So, haben wir übrigens mal gehängt. Bücher sind nicht voll lustig. So und so und so. So, und, ja, Mist, wieder falsche Position. Zack, zack, zack. Juppa. Hätte ich vielleicht in die andere Richtung gehen sollen, das hätte dann sonst die andere Richtung gehen, hätte ich doch erwischt. Und wegen dem Gegner wollte ich auf jeden Fall noch vor den Chilings gehöft. Modus. Nee, also, nee. Du kommst erstmal ein bisschen mit. Wow. Mach nicht deine Scheibe. Schön. Komm mal her. Das ist nett. Das ist sehr nett. Das kann ich ja auch irgendwie von hinten angreifen, ohne dass ich Schiss habe und aufhalten kann. Und ich bin hinter dir, du Volltrottel. Yay, noch ein rotes Ziel. Kein Gegner, sehr schön. Mal gucken, wo muss ich denn jetzt lang? Da nicht. Da musste ich. Hier ging es auch nicht weiter, oder? Wow. Nee, hier ging's runter. So war das. Dann einmal hier. Ja, hier muss ich rüber für ein Versteck. Und dort befindet sich diese Fledermaus. Dort ist Geld. Wie komme ich daran? So, und diesem Versteck, Leute, befindet sich tatsächlich die Fledermaus. Wohngebiet. Die Kanalisation. Ja, und das führt uns zu einem Versteck. So, und dreh und weiter dreh und weiter dreh. Dieser Turm sieht schon mal voll cool aus. So, und jetzt hier rüberlaufen. Und schon sind wir im Versteck angelangt. Endlich! Versteck Nummer 10? Ja. Schlangenversteck. Yeah. Oh, und das ist das Problem. Wir sind auch noch über normale Fledermäuse. Autsch, und die greifen uns an. Autsch, und so weiter und so. Die muss ich natürlich kaputt machen. Und wie ihr sehen könnt, unser Schreckenscounter ist wieder auf 0, obwohl er vorher noch mindestens eine Zahl war. Da ist sie. Nein, sind die Gegner hier. Wow. Das ist natürlich jetzt blöd. Das ist natürlich jetzt voll doof. So, holla. Komm, wir fangen wieder Gegner hier. So. Oh, komm, das zeigt mir aber nicht selber. Wo kommen die ganzen Gegner immer her? Nein, nicht die Fledermaus angreifen, Jack. Nicht die Fledermaus angreifen. So. Ich würde sagen, hier ist es okay. Also, mit dem kann ich schon mal rechnen, dass ich keine gute Schreckensbilder bekomme. Das würde mich wundern. Ja, zack. Aber wenn ich schon mal eine rechte Kombo bekomme, ist das schon ganz was. Da habe ich jetzt mal nicht diesen Kampf gesehen. Also. Jawohl, und. Ach, Mist. Gehofft, ich erwische jetzt. Dann benutzen wir wieder sagen. Hol mir die Trophäe hier. Dann gibt es die Ork-Skelett. So. Dann hier haben wir einen. Fledermaus. Fliegt dahin. Und. Ich.
ihn jetzt packen, aber das hat nicht funktioniert. So eine Scheiße. So, jetzt ab. Doch, manchmal ist das Problem mit diesen scheiß Fledermäusen, sie zu erwischen immer. Ach, mein Gott. Meine Fresse. Also, ja, also geht doch. Mama mia. Jetzt, die gemeinste Fledermaus, die ich finde, haben wir jetzt. Das ist mit die gemeinste Versteckste, weil kommt mal drauf, dass sie sich hier in ein Versteck aufhält. Das ist ja voll gemein. So, und na, ich brauche jetzt schon mal sagen, also ein Zeitfenster haben wir schon längst überschritten für die A-Bewertung. Oder für einmal gemeint für die gute. Naja, aber was soll man machen? Da es hier kein 100% dran wird, ist es auch relativ egal. Und wie komme ich jetzt nochmal zurück? Ach nee, ich muss so hier runterspringen einfach wieder. Da, da. Lücke, Lücke, Maul und yay. Wie ich jetzt hier überhaupt? Okay. Gebe ich zu. Also irgendwo bevor ich hinkommen sind. Okay, hier haben wir wieder ein paar von denen. So, ja. Nein, ich möchte hier so noch ein bisschen weiter. Noch ein bisschen weiter. So, jetzt kann ich hier die. Wow. Also, wow, da wäre noch eins. Ah, hier waren wir gut von links. Hier waren wir links. Jetzt einfach mal bitte. Das Ding da hinten ist verbunden. Was ist das für ein Maker, wo wir Jack, da oben ist ein Kringel. Kringel. Jack, Kringel. Was? Jack, da ist ein Kringel. Gibt's doch nicht. Juhu, Jack! Das ist ja nicht wahr. Hallo, da oben ist ein Kringel, verdammte Scheiße. Oh. Wenn dieser Blöd ist nicht wahr. Nur weil dieses scheiß Gegenteil noch da ist. Dann geht's aber kaputt, bitte. So, kommt wieder auf und dann kann ich dich schlabbern. Zack, zack, zack. Sehr schön. Ist nicht wahr, wie diese blöden Mülltonne. Mann. Okay, hier muss ich trotzdem die richtige Position finden. Ah, gut, so hoch ist das. Yay. Dann. Ah ja, jetzt sind wir wieder hier, wo wir vorher reingekommen sind. Gehen wir auch jetzt wieder raus. Weil jetzt sind wir hier unten. Rein technisch gesehen eigentlich fertig. Also, wir haben die beiden Verstecke gefunden und wir haben die Fledermaus uns geschnappt. Türe mit der Qualen wieder. Yeah. So, ich denke mal, aber... Nee, da lang muss ich nicht. Ich muss jetzt die Türme hoch. Also hier hoch jetzt lang. Die Sense ist mir voll Sense. So, da hinten sehen wir auch schon... Sind wieder Fledermäuse. Da waren ja gerade Gegner, anscheinend. So, wie ihr sehen könnt, Leute, sind auch schon wieder Fledermäuse. Schwingen wir uns aber hier rüber. Und wollen mal gucken, wie wir dann wieder was rankommen. Hier übrigens, Leute, müsst ihr aufpassen. Einmal da ist da unten Wasser. Jack ist nicht Schwimmer. Dann wir automatisch wieder vor dem Becken verlieren ein Leben. Und hier tauchen Gegner auf. Aber die werde ich jetzt mal gekonnt ignorieren. Wenn ich überhaupt darf. Aber ich denke mal schon, dass ich da nicht. Sicher ist sicher. Ich mache das immer platt. Wie es denn wieder heißt, hier Kringel, aber kannst du benutzen, bei Gegnern nie. Also da ist jetzt mal diesen Mega-Troll-Org-Skelett da. Meine Ruhe, das ist Kacke. So, wir wollen jetzt hin und hier. Zack, zack. Ausgewichen und wieder ritzen. Und den anderen ausweichen, während ich wieder jetzt weiter hacke. Jetzt auch hacke. So, ausgewichen. Sehr schön. Feine Sache. Läuft ja super gerade. Gut, und jetzt aber trotzdem. Das ist eine Axt fallen. Packe ich mir jetzt. Latsche den hinten ein bisschen. Und meister Sieger gegen uns. Der Zügel ist kaputt. Und das war's mit dem Leben hier. Jawohl. Sehr schön. Und dann darf ich den ganzen Zauber nochmal machen. Lol. Ah, ihr habt gesehen, Leute. Da befindet sich eine weitere der Fledermäuse. Von den insgesamt vier. Die flattert da irgendwo rum. Und dann wieder hier rüber schwingen. Also hier müssen wir wieder mal mit den... Ne? Und hier schwingen wir es mal rüber. Das da... Wow, das kann ich. Wenn Leute, wie ihr sehen könnt... Aha, ja, da ist sie. Da ist sie, da ist sie. So. Mist, nicht zu weit weg.
Das ist gemein an dieser Fledermaus hier. Wir müssen aufpassen, dass es das Ding nicht erwischt. Und dann machen wir es so und jetzt haben wir. Komm, die Fledermaus hier in der Nähe. Komm, da ist sie. Was ist da dann? Mist, verdammt da. Da warten wir mal, bis die Fledermaus wieder in der Nähe hier ist. Das Problem ist aber nur, wenn ich die richtige Zeit mache. Also mit der Dreitaste drücken, dann schwinge ich wieder hier hin. Nein, das wollte ich nicht so. Nicht. Okay. Ist okay, soweit denke ich. Wo ist die Fledermaus? Fledermaus! Ah, wahrscheinlich ist es auf der anderen Seite. Da war sie! Ah, oh, verdammt! Verdammt! Wie viele Fledermaus ist auch eine längste Gemeinde? Verdammt, sie war wieder in meiner Nähe. Oh, ich bin Fischteil. Oh, verdammt. Oh, jetzt kriegst du. Ja. Mist, sie ist schon wieder abgehauen. Och, Mann, ich glaube, die hüten später. Nee. Nichts da. Okay. Die ist echt scheiße zu holen. So, dann würde ich mal sagen, nehmen wir hier ein. Nein, nehmen wir hier ein. Nein. So. Oh. Mist! Die wollte doch nicht rein! Die wollte das doch gar nicht! Menno! Diese blöde Fuck-Fledermaus! Merry Christmas! Oha. Merry Christmas! So, okay. Das hier ist, hoffen, dass jetzt. Ach man, dass das hier lieber die Kamera ein bisschen drehen kann. Da kommt sie, da ist sie, Mist, ist sie weg. Ach man, das wird jetzt ein ziemlicher Akt, Leute. Merry Christmas! Da warte ich mal drauf, dass sie da mal so in die Nähe kommt. Ach man, dann ist sie wieder andersrum geflogen. Ey, das ist doch nicht wahr. Ey, Kann ich eigentlich ein neues Geschenk auslegen? Och, Jack, was machst du da für Scheiße? Oh ja, jetzt liegen sie. Ach, man, blöde Leder. Geht doch, meine Fresse. Haben wir schon mal die dritte von den vier? Jetzt wisst ihr auch, warum ich dieses Kapitel über alles hassen tue. So, jetzt schwinge ich mich aber. Nein! Oh Gott, nein! Blödes Wegseil! Bitte sagt mir nicht, dass die. Och nein, die geht jetzt auch wieder hier auf. Fuck! Fuck off, ey! Und dass du, um die blöden Fledermäuse zu fangen. Wovon wir aber zum Glück schon mal so drei haben. Von vier. Das ist ja schon mal mehr als die Hälfte. Das ist mal ein guter Status. So, und der ist auch weg. Und wie Leute, die sagen, wow, ouch. Ich krieg voll auf die Fresse hier. Hallo, ich mag das Kapitel überhaupt nicht. Das Kapitel ist doof. Also ohne mit Schützen, scheiß da. Dieses Kapitel gehört echt zu meinem Kapitel hier. Aber es ist auch nicht mal, Da ist das Kapitel. Oh Gott. Das ist die Hölle. Glaubt es mir, Leute. Das ist echt schrecklich. Total schrecklich ist das. Naja. Bleiben wir erstmal so weit ab. Jetzt kann ich mich wieder hier rumschwingen und so. Die letzten paar Münzen habe ich vielleicht auch noch dabei ein, wer weiß. So, jetzt mal hier. Warten, bis das feine Fischteil wieder weg ist. Diesmal nutze ich schwingen mich auch mit dir aus drüber mal. Schnapp. Und jetzt kann ich nicht. Nein. Okay, doch. Dann jetzt hier und. Oh, Jack, weg. Oh Gott. Hast du schon ein bisschen Schiss? So, und jetzt schwinge ich mich jetzt hier hoch. Und hier oben, auf den Dächern des Shielding's Girls, finden wir auch die letzte Fledermaus. Oh, das war klar. Dann wollen wir uns aber hier auf den Weg gelangen. Und dann meldet sich mal wieder Oogie Boogie zu Wort. Und was hat uns diesmal Schönes zu erzählen, Leute? Tja, Leute, jetzt erzählt uns mal dein Plan. Sie ist eine normale Fledermaus. Ihr hört, was Oogie Boogie zu sagen hat. Er möchte jetzt der König von sämtlichen Feiertagen werden. Die Seven Holidays. Und ihr seht jetzt mal hier in der Christmas. Funktioniert leider nicht bei den Onkels. Auch. Wow.
Toll Robber. Und wir sollen uns jetzt durchsagen, Oogie Boogie hat Zero mit das Melden. Mal sehen. Feiertagsherrscher, die Feiertagstüren führen um die Feiertagswelten. In jeder dieser Welten werden unsere Lieblingsfeiertage geplant. Jack Skellington ist der Kürbiskönig und Nikolaus sind zwei Feiertagsherrscher. Auch Ostern, St. Patrick's Day, der Unabhängigkeitstag und Valentinstag haben ihre eigenen Herrscher. Das ist der letzte Punkt. Cool, zwei fehlen uns doch. Ja, Leute, Oogie Boogie hat wirklich tatsächlich vor, König sämtlicher Feiertage zu werden. Und da hat Jack natürlich was dagegen. Das erklärt sich auch, warum die ganzen Feiertagstüren, die in ganz Halloween Town verteilt sind. Und ja, Leute, oh, Geld, schön. Ach, da war schon wieder die. Ach, Mann! So, wir sind auch schon mal fertig. Ich bin froh, wenn die Skip vorbei ist. Ich glaube, hier konnte man doch irgendwo ein Geheimnis öffnen und so. Aber ich konnte noch ein spezielles noch machen. Ich bin mal nicht ganz sicher. Nö. Hier ist nur noch diese scheiß Ledermaus. Jetzt geht's nur diese scheiß Ledermaus zu schnappen. Da war sie gerade. Ach, Mann. Diese blöden anderen Ledermaus. Geht voll auf die Nerven. So, ist auch erledigt. Bisschen Privatsphäre, ey. Und die letzte Fledermaus zu fangen ist immer... Die letzte Fledermaus zu schnappen wird, ist raus. Vor allem wieder... teilweise echt beschissene Kameraführung. Mein Gott. Okay. Mal sehen, da wollen wir mal suchen. Da ist sie! Oh, Mist. Da war sie gerade. Ich werde mir diese Fledermaus jetzt schnappen, komme. Was wolle? Du bist die letzte von vielen. Glaub ja nicht, dass du mir entkommen kannst. Leider ist das nicht schneller als ich. Ich werde abgehängt von dieser blöden Fledermaus. Wie sieht das denn wieder? Scheiß Kameraführung, weiß ich nie genau, wo sie gerade ist. Wahrscheinlich ist sie jetzt wieder. Wo ist sie? Oh, Scheiße, sie ist weg. ETF? Gut, dann versuche ich jetzt mal entgegenzukommen. Och man, da war sie. Gut, dann wieder Merry Christmas Attack. Merry Christmas Taktik. So, dann warten wir mal. Oh, das ist jetzt die normale. So, jetzt müssen wir die bisschen normalen los und. Merry Christmas! Jawoll! Nein! Zu spät. Du willst kein Dienst normalen Fledermäuse loswerden. Das ist auch schon mal was. Und dann nächster Versuch! Merry Christmas! Und das war jetzt, keine Absicht dazu. Merry Christmas! Da ist sie! Los! Jack, schnapp sie dir! Ach man, Jack! So, jetzt hat er. Jawoll! Erwischt! Die letzte der vier Fledermaus-Dinger. Haben wir nun eingesackt. Endlich! Und nun begeben wir uns zu den Vampirschloss zurück. Und werden die Vampirbrüder zurück in Vampire verwandeln. Hier konnte ich irgendwo runterspringen, glaube ich. Meine ich. Hoffe ich. Irre ich mich. So, dann hoffe ich mal, dass ich hier komme, ohne das Ding zu berühren. Ja, gut, okay. Dann ist auch den. Ja, gut, komm, dann nehmen wir den hier. Yay, dann auf die andere Seite rüber. Und dann ist jetzt den, aber den hier. Und das soll jetzt noch ganz eine knappe Sache werden. Dann kann man ganz hoch. Oh ja, Leute, nun heißt es für uns wieder zurück zum Vampirschloss. Und dieses nervige Kapitel echt beenden. Ich habe es dafür über eine halbe Stunde gebraucht. Satan. Ach. Meine Fresse. Wie gesagt, ich kann dieses Kapitel echt nicht leiden. Aber dennoch werde ich noch ein bisschen hier umsehen. Wow, das ist eine gute Zeit. Wir werden kriege ich ja sowieso nicht mehr. Kann ich mich dann also gut noch ein bisschen nach Sachen suchen. Denn ich glaube, hier gab es noch wieder ein Fass. Und vielleicht werde ich mal einfach so probeweise nicht mehr in Pirouetten ersetzen, sondern einfach nur draufklatschen die ganze Zeit ganz normal. Das ist der Weg. Ah, da vorne sehe ich schon das Fass. Und Leute, das ist der andere Zugang zu der Kanalisation. Also müsst ihr einfach nur weiter geradeaus laufen. So, also ein Pirouetten bringt mehr. Definitiv. Die Pirouetten bringt definitiv mehr. Als das ganze Mal in einer Stufe drauf. Auch mit den habe ich letzten Angriff. Yay! Und ja, Leute, wir können uns rein theoretisch jetzt wieder den. Hoppala. Jetzt könnten wir den Kürbiskönig auf Level 3 packen und die Starre und die Frost. Oh, voilà. Und das dritte Geschenk uns schon mal kaufen, vielleicht auf Level 2 holen. Oho.
Ich mach's aber ganz schön knapp. Vor allem wegen der Kameraführung hier ist das teilweise echt schrecklich hier. Die Gegner, die dann wahrscheinlich jetzt wieder auftauchen werden, weil wir haben das Gebiet gewechselt. Werde ich jetzt auch ignorieren und ich möchte jetzt einfach nur die scheiß Vampirbrüder abgeben und denke, das ist das scheiße Kapitel beenden. Über eine halbe Stunde. Mama mia. Was auch unter anderem daran liegt, weil ich mich teilweise echt scheiße angestellt habe. Ihr könnt natürlich auch so machen, dass ich jeden Vampir einzeln zurückbringe, aber es kostet noch mehr Zeit. Also erst einmal hier. Das Lustige ist, im Original gab es nur 3 Särge. Ich glaube, dieser Sarg war nicht identisch. Hoppala. Dieser Sarg kann ich im Film vor. Dann müssen wir jetzt halt die Vampirbrüder als Items einsetzen. Und eine kleine Zwischenszene kommt. I'm my old self. What happened? My brothers and I opposed Doogie's plan. We told him this isn't the Halloween you wanted. So he tricked us and trapped us in our bat form. Sorry, Jack. While I was a bat, I couldn't recognize you. Are your brothers stuck as bats too? Yes, but I'll need help finding them. Oh, my strength. You look undead tired. You should rest. I'll find your brothers. For generations, we vampires have been entrusted to guard the key to the mayor's house. Jack, take this. My brothers will have the remaining pieces of the key. Ja, Leute, und unter anderem deswegen müssen wir die Vampirbrüder finden, damit wir ins Haus des Bürgermeisters kommen. Und da haben wir alle von gesprochen. Einer der 4 Schlüssel zum Haus des Bürgermeisters. Ja, Leute, tatsächlich hat der Bürgermeister 4 Schlüssel für seine Hütte. Und ja, das war Sarg Nummer 1. Jetzt kommt Sarg Nummer 2. Und damit auch Vampirbruder Nummer 2. Yeah. Here, Jack. Take this. Thanks. Rest easy now. Und damit haben wir den zweiten Teil des Schlüssels. Juhu. Oder Teil 2. Noch so ein Ding. Yeah. Was soll die denn überhaupt darstellen? Tja, Leute, das werden wir im nächsten Kapitel wissen. Yeah. So, dann den nächsten Bruder. Ja, komm. Sehr schön. Zack. Here, Jack. We're counting on you. Good night. And unpleasant dreams. Gute Nacht und schlechte Träume. Naja. Dann jetzt haben wir hier noch so ein Ding. Nee, es ist länglich. Komisch. Was soll das überhaupt darstellen und so? Na egal. Nun, 4. und letzter Bruder. So. Und damit kommt eine lange Zwischenszene. Jetzt! This is the last piece. Thanks. Now the way to the mayor's house has been opened to you, Jack. We have to tell you about Oogie's plan. He used his henchmen to abduct the other holiday leaders. They dragged the leaders here, then took away the holiday doors, so the leaders couldn't return to their own worlds. Lock, Shock, and Barrel then hid the doors in each area of the town, so they wouldn't be discovered. So, the leaders of Valentine's Day, Easter, Thanksgiving, and the other holidays are being held prisoner somewhere in this town? Precisely.
Oogie's plan is to take over the holidays and become the Seven Holidays King. The Seven Holidays King? This is intolerable. First, you have to find the holiday door. Otherwise, you won't be able to return the leaders, even if you find them. Take back those doors and find out where the leaders are being held. Was ich lustig finde, eigentlich hat Oogie Boogie vorhin auch seinen Plan selbst erzählt und jetzt kriegen wir nochmal von denen das erzählt. Naja, was soll's. Nun finden wir den vierten und letzten Schlüssel und ich glaube, das Gebiet ist jetzt beendet. Glaube ich. Oder müssen wir noch vor zum Haus des Bürgermeisters? Da bin ich mir gerade ganz sicher. Werden wir jetzt sehen. Nö. Die Vampirbrüder abgeschossen. Okay, dann haben wir Zeit. Combo. Ja, cool. Schaden. Und das ist die schlechteste Bewertung des gesamten Spiels, ja? Das wird höchstens an 10, nee, D sogar. Ah, na gut, das S hat es doch gerettet. Es hätte beinahe die schlechteste Bewertung gegeben, die es gibt. Wow. Wäre es Essig gewesen, nee, böse. Also könnt ihr mal sehen, dieses Kapitel ist wirklich zum Kotzen. Dafür gibt es die vier Vampirbrüder. Da reicht viel Figur auf einmal. Und ja, Leute, damit ist meins bei der Hasskapitel beendet. Und ich würde mal sagen, ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne gute Nacht. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn ihr euch traut.